Mein Name ist Chris, das ist Chris Play und wir kommen zum vierten Spiel der PlayStation Plus Mitgliedschaftsreihe im Monat Mai. Ja, wir sehen schon, Either One heißt das gute Stück. 6,73 GB groß, es ist relativ groß. Ich habe vorher noch nicht reingeschaut. Wir machen es wie gewohnt zusammen und ja, schauen wir mal. White Paper Games. Okay. Origami. Press X Button, okay. Start a new game. Da bin ich ja gespannt. It's me. Listen, I'm sorry for the things I said earlier on. It's just, God, I really don't think you should go to that place. I don't think they care. Not like they should. And before you think it, I know how it feels to want to feel safe, to want more. You know I do, but Jesus, do you know how they view you? Just another patient to squeeze money out of. Please. Don't go tonight. I'm freaking scared. For you and for me. Okay. Dann schauen wir mal. Wo wir hier sind. Century, advances in genetic and psychological sciences led to a series of astounding breakthroughs regarding the human genome. At the forefront of these Either Institute. Is that? It is. Oh, this is excellent. We're so glad to have you back. My name is Dr. Edmonds, but you can call me Phyllis if you like. Right. There should be a register on the reception desk. So once you've signed in, grab the key card from the top drawer and head on down. You will need it to gain access to the lower floors. Restoration procedure for patient JN2057 will commence shortly. Staff are advised to prepare chambers for initial projection. Restorer. Well, it seems you best get a move on. There's plenty to do. And for you, plenty to see and discover. I'm going to be guiding you through the process of restoration this evening, and hopefully ensuring that nothing terrible happens to you, or our client. I'm in restoration chamber number 3. Now, if you don't mind, would you be a dear and head on down? Okay, hier quatschen irgendwie alle gerade durcheinander. Aber nun ja. Wir laufen hier mal rum. Wir haben eine Schlüsselkarte gefunden. Schauen wir mal da rein. Würde ich sagen, erstmal hier lang. Ah, hier sehen wir die Schlüsselkarte nochmal. Was wir hier noch so finden im Buch. Ja, da will ich lieber das mitnehmen. So. Ah, Schach. Eine Blume. Ah. You know, we do tell them not to leave the pre-designated path. To stick to the memory routes laid out for them. But do they listen? Of course they bloody well don't. And unfortunately, recovery isn't always an option once you experience the deep recesses of another consciousness.
Okay, da war ein Stuhl. Beautiful, isn't it? A miracle of the 20th century. A window into the minds of others and a tool to cure disease and illness. But it would be nothing without the likes of you. Right. Would you be a dear and help me with the setup? I need the electrical input for the Rembrandt installation rerouting. You can access it from that terminal over there. Do it! Can you not do anything right? It's the 300 amp fuse that you need. It says clearly on the box. 300 brauchen wir, okay. Dann gucken wir mal, wo die 300 sich versteckt. Da. Wobei das 300A ist, ob das schlimm ist. Haben wir noch 300 direkt? Ist alles mit A. Egal, nehmen wir. Ja, nimm mit. Ja, aber der nimmt es nicht mit. Warum nicht? Kann damit jetzt auch nicht rumlaufen. Ach, der hat das schon längst. Obwohl, warte. Verstehe nicht, wie ich das jetzt wegschmeißen kann. Da springen, da ducken. Ist jetzt aber bestimmt das Falsche, ja. Da legt er Sachen ab, sozusagen. Dann nehmen wir uns mal das mit. Zack. Push the button. Und wie verbleibt man nun? Sollen wir uns in den Stuhl setzen? Der Stuhl. That should do it. Right. Thank you for that. Always nice to get some help around here. Now, if you don't mind, I think it's time to take a seat. Na, dann lass mich doch. So. Sitzen wir im Stuhl? Right. A few things before we project. Our client Jean is currently in a very delicate state. Ohoho. Our primary focus is to ensure that we clear this area of her mind from the plaque buildup that is causing the disease. In order to do that from within, we're going to need to use her own memories to reinforce the memory that she's receiving. Okay, da geht es auf jeden Fall um irgendwelche Gedanken und Erinnerungen und so ein Quark. Oh, jetzt kommt der Deckel von oben. Jetzt wird die Kapsel zugemacht. Crazy shit. Are you ready? Yeah, I am. Jetzt bin ich ja gespannt. Das war wahrscheinlich nur das Intro. Also das Tutorial, um die Steuerung zu verstehen. Jo.
Viele, viele bunte Smarties. Unter Wasser. Da kann er gar nicht unter Wasser atmen. Boah, ekliges Geräusch auf jeden Fall. Our sole purpose this evening is to track the memory and pinpoint its location so we can cleanse it of any disease present. Everything you're seeing in front of you is a visual environment pieced together from our client's subconscious mind. Barren wastelands or an abstract painting reimagined. It's all completely tangible. All I can see are brain scans of tissue degradation confirming my previous diagnosis of dementia. Both are incredibly important if we are to succeed and understand our client's needs. Now, if you just give me a second, I'll have some more details for you. Feel free to explore in the meantime. So, eine Flasche. Muss da bestimmt irgendwie vervollständigt werden. So Puzzleteilmäßig. Wir uns einfach das nochmal, die andere. Ich stell die jetzt einfach mal daneben. Geht nicht. Dann stell's auch dahin, so. So, jetzt müssen wir da runter wahrscheinlich. Der läuft ja auch nicht schneller. Ja, ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal einen Cut. Ihr habt, glaube ich, einen kleinen Einblick in das Spiel gesehen. Es ist nicht ganz so meins, finde ich. Also ist jetzt nicht, wo ich sage, ey, das spiele ich jetzt weiter. Ja, wenn es euch dennoch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns zum nächsten Spiel. Bis dahin, ciao!